Patch 1.4 ist da und wir kriegen Geschenke. Yeah. Nein, also es sind wirklich ein paar nette Geschenke dabei. Aber viel wichtiger ist, dass 1.4 eine der größten Infrastrukturänderungen ist. Das heißt, wir bereiten uns vor für künftige Patches, insbesondere Anti-Cheat-Geschichten und Return von Items, also Items, die man verloren hat durch Cheater. Das wird bald kommen und wir bereiten mit diesem großen Patch uns darauf vor. Dann gibt es viele Bugfixes, unter anderem wurde Jeff endlich wieder angepasst, da gab es einige Probleme. Aber vielleicht das Allerwichtigste in diesem Patch noch, dass der Granatenspam endlich weg ist. Wir gucken uns an, wie haben sie das hinbekommen, dass man diesen Granatenspam nicht mehr hinkriegt, was haben sie verändert und wie wirkt sich das Ganze aus. Leute, mein Name ist Erik, aka Zickzerik, und ich melde mich zu den Cycle News. Also, wir reden jetzt nicht lange um den heißen Brei herum, sondern packen die Geschenke aus. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Und zwar bekommen wir im Austausch oder als Entschädigung zu den ganzen Serverproblemen, die es gab, und sozusagen zu den ganzen Problemen, die es generell gab seit dem 1. Juli, hierfür einen Ausgleich. Das heißt, die Voraussetzung, um diese Geschenke zu kriegen, ist, dass man sich ab dem 1. Juli einmal angemeldet haben muss. Also jeder, der seit dem 1. Juli einmal drin war im Spiel, bekommt diese Geschenke. Und zwar handelt es sich hier um 150.000 K-Marks. Nice to have. Eine Scarab. Eine Advocate. Super geil an dieser Stelle. Eine Maelstrom. Zwei Schilde. Und ein Helm. Ganz wichtig an dieser Stelle zu betonen, das ist kein Ausgleich für irgendwelche Cheat-Probleme. Für irgendwelche Dinge, die ihr durch Cheater verloren habt. Also es hat nichts mit dieser Kompensationsgeschichte zu tun, die bald kommen wird. Das ist wirklich nur ein Ausgleich für die Serverprobleme, die wir hatten seit dem 1. Juli. Dennoch ist natürlich Patch 1.4 ein relativ großer Patch, der sozusagen die Infrastruktur des Spiels nochmal ändert. Das heißt, wir bereiten uns jetzt vor auf diese Kompensation, die in Zukunft kommen wird. Wenn ich genau weiß, worum es hier geht, es ist so, dass ihr Gegenstände zurückbekommen sollt, die ihr verloren habt, durch Tode, durch Cheater. Also wenn ihr gestorben seid durch einen Cheater, speichert sozusagen das Spiel eure Startausrüstung ab. Also zum Beispiel, ihr seid reingegangen mit einer blauen Rüstung, einem blauen Helm, einem blauen Rucksack und sagen wir mal einer Advocate. Dann merkt sich das Spiel diese Ausrüstung. Und wenn dann ein Cheater gebannt wird, wird einmal geschaut, okay, welche Spieler hat der gekillt? Illegalerweise. Und dann wird geguckt, welche Ausrüstung, Startausrüstung hatten diese Spieler zum Start ihrer Runde, in der sie von diesem Cheater gekillt wurden, und bekommen dann diese Equipment zurück. Das ist so langfristig der Plan und Patch 1.4 ebnet den Weg dazu. Und ich denke mal, diese Geschenke, die wir jetzt kriegen, ist so ein erster Ausblick darauf, was wir bald bekommen werden. Kommen wir zu ein paar weiteren Änderungen, und zwar wurde der schwere Nahkampfangriff etwas verbessert. Ihr kennt es, wenn ihr mit dem schweren Nahkampfangriff zugeschlagen habt, da hat sich das so ein bisschen, im Spiel wird gesagt, clonky angefühlt, also ein bisschen komisch, ein bisschen, alles hat plötzlich sozusagen angehalten und es war wie so ein Schlag ins Gesicht. Und das ist jetzt auf jeden Fall verbessert worden, dass es einfach ein angenehmeres, weicheres Gefühl ist, sozusagen ein smoother Schlag, ein smoother Wipe mit dem Messer oder mit eurer Nahkampfwaffe, mit der Axt, was auch immer. Und damit ein schöneres Gefühl im Nahkampf, gerade mit dem schweren Schlag. Dann wurden einige der Icons geändert. Hier auch super geile Änderung. Endlich, was habe ich gehofft, dass das kommt. Nehmen wir uns mal das Beispiel an. Die mittelgroße Mündungsbremse, die war vorher nicht zu unterscheiden von einem Schalldämpfer. Und jetzt sehen wir, das Icon der mittelgroßen Mündungsbremse ist gleich geblieben. Aber der mittelgroße Schalldämpfer wurde geglättet. Man sieht jetzt eindeutig, dass es sich hier um einen Schalldämpfer handelt. Mega cool. Und es geht noch weiter. Sämtliche Items haben hier nochmal Bezeichnungen dazu bekommen, nochmal kleinere Icons. Zum Beispiel das schwere erweiterte Magazin hier hat das Plus-Symbol, was bedeutet, dass die Kapazität erhöht ist. Also man sieht sofort, dass es sich hier nicht um ein Magazin handelt, wo man schneller mit nachladen kann, sondern eine Kapazitätserhöhung. Dann zum Beispiel dieser Schaft hier bekommt dieses Symbol mit diesem Fadenkreuz nach unten. Das bedeutet, man ist schneller am Anschlag, also reduzierte Zeit, um ins ADS zu gehen. Supergeil. Hier ein Symbol für die Penetration, erhöhte Durchschlagskraft, mega geil. Bei den Griffen sehr interessant, hier zum Beispiel dieser Pfeil rechts-links, verringert den Rückstoß, also eine Recoil-Reduzierung wird jetzt angezeigt durch den Pfeil rechts-links.
und so weiter und so fort. Hier nochmal ein Schaft für die Ausrüstung der Waffe. Hier so ein Zahnrad sozusagen. Das heißt, damit ist man, hat man die Waffe schneller in der Hand. Hier wieder die verkürzte Zeit, um ins ADS zu gehen. Wieder mit dem Fadenkreuz und dem Pfeil nach unten. Und so können wir sozusagen mit den Symbolen sofort sehen, um welche Attachment es sich handelt. Mega, mega cool. Also eine riesen, riesen Erleichterung für die Attachments, um diese zu unterscheiden. Also wirklich gut. Auch bei den Visieren sehen wir jetzt eine Änderung. Hier zum Beispiel das 2- bis 4-fache Visier im Vergleich zum 6-fache Visier und vielleicht zum 8-fache Visier. Deutlich unterscheiden. Also man sieht wirklich sofort durch die Schraffierungen hier, was das 8-fache Visier ist. Und wenn Items sozusagen mehrere Eigenschaften haben, wie hier zum Beispiel dieses Magazin, was die Kapazität durch das Pluszeichen erhöht und die Nachladegeschwindigkeit durch den doppelten Pfeil nach rechts, dann haben wir beide Symbole dran. Also das erleichtert wirklich ungemein die Auswahl der Aufsätze. Dann wurde die Ökonomie etwas angepasst. Das heißt, es ist teilweise viel, viel leichter, Sachen zu craften. Wir reden da zum Beispiel von der Orbitalkanone, von einem Laserdrill, von der Ölpumpe. Die Kosten für diese ganzen Dinge wurden stark reduziert. Die Reparaturkosten für Rüstungen wurden reduziert. Und zwar die seltenen Rüstungen in dem Fall um 10%. Bis hin zu legendären Rüstungen, deren Kosten für die Reparatur sich um 85% reduziert haben. Das heißt, die waren vorher aber auch extrem teuer zu reparieren und die Kosten hier wurden extrem gesenkt. Aber die Buffs hören hier nicht auf, es geht noch viel, viel weiter. Und zwar haben die Jobs jetzt nochmal einen dicken Buff bekommen, und zwar die harten Jobs. Also denkt dran, ab Level 12 schaltet ihr die schweren Jobs frei. Und diese schweren Jobs waren schon immer dafür bekannt, dass sie besonders viel Geld geben, besonders viel XP, besonders viele Marken im Vergleich zu den anderen. Also das sind wirklich Jobs, die sich richtig lohnen. Allerdings muss man sagen, dass manchmal der Unterschied zwischen schwer und mittel doch sehr klein war. Und man sich dann dachte, okay, komm, ich nehme lieber die mittlere, weil die schwere lohnt sich vielleicht jetzt in dem Fall nicht so sehr. Das haben sie jetzt nochmal stark geändert. Und zwar haben die schweren Jobs einen richtig starken Buff bekommen. Und zwar ist die Anzahl von der XP und der K-Marken, die ihr bekommt für einen schweren Job, um 50% erhöht worden. Durchweg durch die Bank. Also alle schweren Jobs haben eine 50% Erhöhung für XP und Mark. Wenn wir jetzt noch überlegen, dass allgemein der Loot verändert wurde, werden wir wahrscheinlich viel mehr Mark durch die Kills von... Warum sage ich eigentlich immer Mark? Das ist ein komisches Wort, sagen wir K-Marks. Also wir werden in Zukunft viel mehr Geld haben, viel mehr Ressourcen haben, weil die Monster viel mehr fallen lassen werden. Also man sagt, die Seltenheit von Items wurde sozusagen etwas verbessert. Also zum Beispiel das seltene blaue Fleisch von Schreitern, das man wirklich selten bekommen hat, das wird jetzt viel öfters fallen. Vielleicht Köpfe, legendäre Köpfe und so weiter. Also wir werden jetzt viel, viel mehr und bessere Items bekommen von den Monstern, sodass wir insgesamt ein viel besseres und ein leichteres Leben haben auf Fortuna. Kommen wir jetzt zu dem Jeff, und hier gab es eine Anpassung in der Bewegung. Wir erinnern uns, im vorletzten Patch war es, glaube ich, da hat der Jeff einen neuen Angriff bekommen. Das war so eine Art Doppelattacke, die er bekommen hat. Und die Doppelattacke hat dazu geführt, dass er sozusagen einen Satz nach vorne machen konnte. Also konnte nach vorne springen und dann einen Doppelschlag raushauen. Und damit sein Angriffsrepertoire etwas erweitern. Was an sich ja nicht schlecht ist, weil der Jeff hier und da auch ein bisschen leichter zu besiegen war, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Das hat aber dazu geführt, dass sozusagen der Teleport-Bug reingekommen ist. Das heißt, ohne dass er diesen Sprung nach vorne macht, gab es Situationen, in denen man einem hinterhergerannt ist und plötzlich zu einem teleportiert ist und dann seinen Schlag getroffen hat, sodass man sozusagen aus unerwarteten Situationen heraus plötzlich gehittet wurde, was ziemlich unschön war. Dieser Teleport ist jetzt weg, also diesen Fehler gibt es nicht mehr. Und insgesamt wurde der Super Jeff etwas reduziert in seiner Stärke, in seiner Gefährlichkeit. Also es ist viel besser zu farmen. Wenn wir das jetzt kombinieren mit der erhöhten Wahrscheinlichkeit, guten Loot zu finden, ist, glaube ich, der Jeff jetzt momentan in beiden Varianten in einer ganz guten Position. Also super, dass das auch angepasst wurde. Kommen wir nun zum wichtigsten Punkt. Also das ist wirklich das große Ding in diesem Patch. Und zwar der Granaten-Nerf. Was ist passiert? Die Granate wurde aus dem Händlerrepertoire rausgenommen. Also man kann sie jetzt nicht mehr kaufen. Sie ist nicht mehr kaufbar bei den Händlern. Das heißt, man kann sie nur noch craften und in-game finden. Dazu ist sie jetzt auf selten hochgestuft worden. Also die Seltenheit wurde erhöht. Insgesamt wurde sozusagen die Verteilung auf der Karte reduziert von den Granaten. Also man findet sie jetzt wirklich viel schwerer. Und es bleibt einem kaum was anderes übrig, als sich zu craften. Craften bedeutet, es dauert erstmal 3 Minuten, um eine Granate zu craften. Und das Ding ist, es kostet nicht viel. Wir haben hier 2 Kupferdraht und 2 markettete Metalle. Das bedeutet, man kann sie wirklich leicht craften. Aber das Problem ist,
oder was heißt das Problem? Dass die Idee dabei ist, dass man sich nicht 2 Stunden lang hinsetzt und die ganze Zeit Granaten craftet. Vorher konnte man einfach sagen, okay, ich gebe so und so viel Geld aus und habe 20 Granaten und gehe eine Runde rein. Und das würde jetzt hier bedeuten, dass man stundenlang hier sitzen müsste, um Granaten zu drucken, was eigentlich ja kaum jemand macht. Man braucht halt die Items, es kostet die Zeit, gut, man kann das überspringen. Und dennoch braucht man halt genug Kupferdraht und bekannte Metalle. Es wird sozusagen zur nervigen Aktion. Ob das jetzt die beste Lösung ist, ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt sicher auch andere Ansätze, wo man gesagt hätte, okay, die Granate wird einfach limitiert, dass man nur noch 1 oder 2 pro Runde mitnehmen kann. Lass es 3 sein. Es gab Ideen mit einem Gürtel, wo man Granaten reinsteckt, dass man nur noch 3 mitnehmen kann. Extra Slots am Rucksack zum Beispiel, wo man die Granaten reinmachen kann. Oder einfach nur eine Beschränkung, dass man nur noch so und so viele Granaten mitnehmen kann. Das wäre auch eine Idee gewesen. Sie gehen hier den Weg über das Craften, dass man einfach sozusagen sich überlegen muss, okay, diese Granate, die ich jetzt mitnehme, die habe ich halt nicht mehr so leicht verfügbar und deswegen nehme ich nur noch so und so viele Granaten mit. Ist auf jeden Fall ein interessanter Tweak. Wir werden sehen, wie sich das in Zukunft auswirkt. Aber es wird auf jeden Fall so sein, dass wir nicht mehr in Zukunft massiv mit Granaten gespammt werden. Also nicht jeder Spieler wird wieder 10 Granaten rumschmeißen können auf Dauer. Das wird jetzt vielleicht in den nächsten Spielen, in den nächsten Tagen noch so sein, weil die Leute noch Granaten auf Vorrat haben und vielleicht auch auf Vorrat gekauft haben vor dem Patch. Aber das wird ruckzuck leer sein und dann werden wir, glaube ich, einen krassen Schwund an Granaten finden, was super, 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 super ist. Ob das jetzt der beste Weg ist, wir werden sehen. Die Entwickler werden sehen, wie sich das auswirkt und so weiter, ob sie das ändern müssen. Aber der Weg ist erstmal gemacht, die Tür ist geöffnet und es ist auf jeden Fall der Weg in die richtige Richtung. Also wirklich gut auch hier, dass dieser Spam reduziert ist. Zum Schluss noch ein paar kleine Änderungen. Zum Beispiel könnt ihr jetzt das Spiel nicht mehr im Admin oder ihr konntet das Spiel nicht im Admin-Modus starten. Das gab ein Problem. Das wurde gefixt. Lasse euch einen Link unten in der Beschreibung und in den Kommentaren. Da könnt ihr euch gerne mal die Patch Notes angucken. Ist ein Reddit-Brief. Da könnt ihr euch alles angucken. Wen das komplett interessiert, sind auch wirklich viele Bugfixes. Also 20, 30 Stück oder so. Also könnt ihr euch gerne angucken. Ansonsten, wir freuen uns auf 1.4, weil es eben den Weg jetzt ebnet auf künftige Patches. Also ich bin sehr, sehr gespannt, dass wir diese und nächste Woche noch an Infos kriegen. Vielleicht kommt nächste Woche sozusagen schon ein weiterer Patch, der basiert auf 1.4 und neue Tools reinbringt. Gerade mit Anti-Cheat-Geschichten, das wird sehr, 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 sehr spannend. Ich glaube, wir werden diese Woche noch ein paar interessante Sachen hören. Ich habe da einen Vogel zwitschern hören. Da wird noch was passieren. Ansonsten, Leute, guckt euch den Patch an. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ich sage schon mal Tschüss an dieser Stelle. Macht keinen Quatsch. Bleibt gesund und sauber. Bis zum nächsten Mal. Euer Erik, aka Zickzerik, meldet sich ab. Ciao, 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 ciao.